Willkommen Freunde zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's wieder, euer Alex, und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Heute geht es um ein besonderes, wichtiges Thema, was ihr unbedingt anschauen solltet, denn es geht um Betrug im Internet. Und zwar von der Käuferseite aus, wenn euch Käufer versuchen zu betrügen und behaupten, ein Paket wäre nicht angekommen oder die Ware wäre nicht vollständig und viele weitere Themen möchte ich in diesem Video ansprechen. Deshalb, falls dich solche Themen interessieren, dann unbedingt dieses Video bis zum Schluss anschauen, um hier zu erfahren, wie du denn vorgehst, um nicht auf Kosten sitzen zu bleiben. Viel Spaß bei diesem Video. Ja, Freunde, wie im Intro schon angesprochen, soll es heute um Betrugsfälle gehen von Kunden, die versuchen zu betrügen. Auf verschiedenste Art und Weise wollen sie an Ware kommen, um diese nicht zu bezahlen, und dann bleibt man in den schlimmsten Fällen als Verkäufer auf den Kosten sitzen, und das wollen wir als Verkäufer vermeiden. Deshalb möchte ich euch in diesem Video erklären, wie ich vorgehe bzw. wie die Vorgehensweise sein sollte, um hier diese Kosten möglichst gut vermeiden zu können. Falls du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren solche Themen wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, abonnier gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Und zuerst möchte ich mal euch fragen, sind euch schon mal solche Fälle unterlaufen, wo Kunden behaupten, sie hätten Waren nicht bekommen, beziehungsweise Pakete wären leer oder irgendwelche anderen skurrilen Sachen, wo Kunden versuchen, dementsprechend hier die Ware zu behalten und ihr Geld natürlich auch erstattet zu bekommen? Schreibt mir dazu gerne eure Erfahrungen mit in die Kommentare, wie ihr da vorgegangen seid, wie ihr diese Fälle gelöst habt, um hier nicht auf den Kosten sitzen zu bleiben, aber natürlich auch schlechte Fälle, wo es dann wirklich euch Geld gekostet hat, wo ihr keine Hilfe bekommen habt, und dementsprechend würde mich das hier interessieren. In diesem Video möchte ich euch auf jeden Fall einige Fälle zeigen und anhand einiger Fälle mal eben aufschlüsseln, wie ich da vorgehe. Das ist hier keine Rechtsberatung, wie es rechtlich richtig geht bzw. wie man da vorgeht, sondern so, wie ich da vorgehe und in den meisten Fällen wirklich gut über diese Situation und diese Fälle komme, um hier nicht auf den Kosten sitzen zu bleiben. Und ich möchte direkt mit dem ersten Fall beginnen, und zwar, wenn Kunden behaupten, das Paket wäre nicht angekommen. Beispielsweise die DHL-Sendungsnummer sagt aus, der Originalempfänger hat die Ware angenommen an dem Tag und die Ware ist empfangen worden. Und dann schreibt der Kunde, vielleicht teilweise sogar 2 Stunden später schon, und behauptet, ich habe das Paket nicht erhalten. Na gut, das erste, was ich mache, ich checke die Sendungsnummer. Okay, Sendungsnummer sagt, das Paket wurde erhalten und dementsprechend sollte das Paket beim Empfänger sein. Ich schreibe dem Empfänger dann, dass das Paket an sie zugestellt wurde anhand der Informationen aus dem Sendungsverlauf, und wenn der Kunde danach nicht mehr antwortet, gut, dann hat er es verstanden, oder das Paket wurde durch vielleicht einen anderen Bewohner angenommen und dann taucht es einfach wieder auf. Das sind natürlich Fälle, die einfach nur Missverständnisse sind, ja. Das kommt häufig vor und erledigt sich auch ganz schnell. Dann gibt es aber Kunden, die dann behaupten, okay, nee, ich habe das Paket aber nicht empfangen. Ich habe gesehen, das Paket wurde zugestellt, aber nicht bei mir. Okay, da muss man weitergehen und dann müsste man hier schauen, wie geht man davor. Und zwar gibt es da die Möglichkeit, eine Empfängererklärung anzufordern von dem Kunden. Ihr könnt das natürlich per schriftlichen Screenshot nachher festhalten, wenn er euch in der Textnachricht bei Amazon oder auch eBay einfach nur bestätigt, nein, ich habe das Paket nicht erhalten. Das könnt ihr als Screenshot abspeichern und dann eine Nachforschung einleiten bei DHL. Dazu habe ich bereits schon mal ein Video gemacht, könnt ihr euch gerne anschauen, verlinke ich euch mal hier oben, wie ihr einen Nachforschungsauftrag stellt und in die Wege leitet, um hier dann die Kosten dementsprechend von DHL gegebenenfalls zurückzubekommen. Funktioniert in den meisten Fällen, weil DHL hier sehr kulant ist. Und wenn der Kunde meint, dass er das nicht bekommen hat, dann gibt der DHL tatsächlich noch eine eidstaatliche Erklärung ab, dass er das Paket nicht erhalten hat. Hier geht es schon ins rechtliche, eidstaatliche Erklärung. Das ist quasi so, ich weiß es nicht genau, aber im Grunde genommen, falls es doch noch rauskommt, dass der Kunde dieses Paket erhalten hat, dann hat er dementsprechend hier direkt ein Verfahren am Hals, wo er dann dementsprechend sich mit beschäftigen muss und dafür haften muss. So,
Das sind solche Fälle, wenn Pakete dementsprechend empfangen wurden, aber der Kunde behauptet, er hätte es nicht bekommen. Dann gibt es Kunden, die behaupten, das Paket wäre leer. Sie haben es erhalten, aber sie öffnen das Paket und im Paket ist nichts drin. Solche Fälle gibt es auch zu Genüge. Da gehe ich dementsprechend folgenderweise vor. Ich bitte den Kunden, eine Schadensanzeige aufzunehmen, denn es kann ja sein, dass das Paket auf dem Versandweg ja, geöffnet wurde und hier dementsprechend die Ware entwendet wurde und dann dem Kunden ein leeres Paket zugestellt wurde. Wobei man in der Regel, gut, wenn es bei kleinen Sachen so ist und diese sehr wenig wiegen, könnte man denken, da ist auch was drin. Aber in Wirklichkeit hat jedes Produkt ein gewisses Gewicht, wo man dann auch ungefähr bei der Annahme merken kann, okay, da ist ja Luft drin, da wird ja nichts sein. Und dementsprechend kann man hier dem Kunden auch klar machen, dass er das Paket auch verweigern hätte müssen. Also die Annahme von diesem Paket hätte er verweigern müssen. Gut, jetzt hat er es nun angenommen und muss eine Schadensanzeige bei einer Postfiliale machen, wo er dann ein Formular ausfüllt, wer der Absender, wer der Empfänger ist und dass er dann sagt, ja, das Paket war leer. Dann wird das an eine spezielle Stelle von DHL geschickt. Das funktioniert sicherlich bei den anderen Versanddienstleistern ähnlich. Und hier prüft DHL, kann es sein, dass hier eine Fremdöffnung erfolgt ist und auf dem Versandweg die Ware entwendet wurde? Und wenn Sie das feststellen, dann seid ihr in der Regel dann bevorzugt in dem Sinne, dass ihr dann eine Schadenserstattung bekommt von DHL und könnt dem Kunden dementsprechend das Geld auch zurückerstatten. So, nun gibt es aber Kunden, die sagen, ich möchte mich damit nicht beschäftigen, eine Schadensanzeige möchte ich auch nicht machen, das kostet mir Zeit und Aufwand. Ich möchte mein Geld haben, weil ich meine Ware ja nicht bekommen habe. Solche Kunden gibt es auch. In dem Fall müsst ihr dann den Kunden einfach sagen, passen Sie auf, dann machen wir für Sie die Schadensanzeige und dann möchten wir, dass Sie uns das Paket zurückschicken. In diesen Fällen müsst ihr unbedingt einen Rücksendeantrag bei Amazon oder auch natürlich bei eBay akzeptieren. Es bezieht sich hier mehr auf Amazon, weil bei Amazon solche Fälle natürlich sehr, sehr häufig sind und vorkommen. Und hier ist es super, super wichtig, dass ihr hier wirklich einen Rücksendeantrag stellt bei DHL, bei Amazon. Weil wenn ihr diesen Rücksendeantrag nicht akzeptiert, kann der Kunde dann einen A-Z-Garantieantrag bei Amazon stellen und schon habt ihr ein Problem. In diesen Fällen fast zu 100% entscheidet sich hier Amazon für den Kunden und erstattet dem Kunden, dann habt ihr gar keine Möglichkeit mehr, hier euer Geld zurückzubekommen. Und im schlimmsten Falle hat der Kunde die Ware und auch das Geld. Kleiner Tipp von mir, falls ihr solche Fälle umgehen möchtet, beziehungsweise ihr den Kunden schon vorab klar machen möchtet, dass er das Paket nicht vorher öffnet, wenn er schon sieht, das Paket wurde geöffnet. Dazu gibt es spezielle Packbänder, die eine Aufschrift haben, dass das Paket bei eventuellem Öffnen, beziehungsweise wenn das Paket ersichtlich schon geöffnet wurde, der Kunde das Paket nicht mehr öffnen darf, sondern direkt sich mit diesem Paket an eine Filiale begibt. Im besten Falle merkt er das schon bei der Annahme beim DHL-Boten, dass das Paketband beschädigt ist und dann die Annahme direkt verweigert. Das passiert natürlich in den seltensten Fällen. Das fällt meistens dann auf, wenn man das Paket schon empfangen hat und sich das dann ja ruhig aufmachen möchte und sieht, aha, hier sind schon Bruchstellen. Dementsprechend, falls ihr Lust habt, so ein Paketband zu nutzen, was in vielen Fällen natürlich auch schon dem Kunden es erschwert, hier ja quasi eine Straftat zu begehen, weil er dann weiß, okay, wenn ich das jetzt öffne, dann quasi breche ich das Siegel und somit habe ich es ja in meiner Schuld. Falls ihr solche Packbänder bestellen möchtet, ich verlinke euch mal unten in der Videobeschreibung einen Link, wo ihr solche Packbänder erhalten könnt und kaufen könnt. Und wie diese natürlich auch aussehen. Da gibt es viele Variationen und Varianten. Genau. Wie gesagt, wenn das Paket leer ist, gerne auch hier einfach mal anschauen. Und auch da könnt ihr dementsprechend auch schauen, wie stellt man überhaupt eine Schadenanzeige. Dazu habe ich auch bereits schon ein Video gemacht. Schaut euch das gerne hier oben auch nochmal an. Des Weiteren, Pakete empfangen. Also Kunden behaupten, sie haben ein Paket empfangen, aber die Ware ist beschädigt, defekt
und wie auch immer. In solchen Fällen auch hier muss man eine Schadensanzeige stellen und bei DHL machen. Im Grunde genommen der gleiche Ablauf, nur halt, dass das Paket bzw. die Ware beschädigt wurde. Und das seht ihr auch in diesem Video, was ich schon verlinkt habe, wie ihr da vorgeht. So, dann gibt es aber Kunden, die sagen, ich habe meine Ware erhalten, die ist aber nicht vollständig. Das passiert in der Regel selten. Natürlich kann es passieren, weil Kunden dann im Grunde genommen sich was bestellen, das, was sie brauchen, sich entwenden und dann eben behaupten, ja, die Ware ist nicht vollständig gewesen oder das gar nicht sagen, sondern im Grunde genommen direkt sich gewisse Teile von der Bestellung entnehmen und schicken nur Teile zurück an euch. Ja? In solchen Fällen müsst ihr dann, die schreiben euch natürlich vorher und sagen, ja, die Ware war nicht vollständig, möchte ich zurückgeben und mein Geld zurückerhalten. Okay, müsst ihr akzeptieren erstmal. Auch in diesen Fällen müsst ihr unbedingt einen Rücksendeantrag bei Amazon einleiten und hier in diesen Fällen natürlich auch dem Kunden ein Rücksendeetikett, ein kostenloses Rücksendeetikett zur Verfügung stellen. Wenn er euch die Ware dann zurückschickt und ihr diese kontrolliert, schaut genau hin, ob es wirklich denn hier alles geöffnet wurde bzw. hier Ware entwendet wurde, die eigentlich nicht sein kann, dass sie fehlt, weil dieses Produkt so vom Werk oder vom Hersteller produziert wurde und neu verpackt ist. Es passiert sehr selten, dass sowas überhaupt vorkommt, dass Ware einfach fehlt teilweise. In den meisten Fällen wird es hier durch die Kunden entstehen, dass da einfach etwas entwendet wurde. Wie gesagt, hier einen Rücksendeantrag stellen und hier nicht lange drumherum reden, sondern direkt an Amazon dann die Info geben, eine Rückerstattung kann nicht erfolgen, der Kunde hat uns nicht das Produkt nicht vollständig zurückgeschickt. Er hat das Produkt von uns original neu verpackt erhalten und hier schon ein geöffnetes Produkt mit einer Teillieferung uns zurückgeschickt einfach nur. In solchen Fällen, wenn der Kunde dann einen A bis Z Garantieantrag stellt, dann habt ihr super gute Chancen, dass ihr hier, wie gesagt, bevorzugt werdet. In manchen Fällen ist es so, dass dann Amazon die Kosten übernimmt. In vielen Fällen verweigern sie einfach diesen Rücksendeantrag, die akzeptieren ihn nicht, weil es gibt Kunden, die sowas schon häufig gemacht haben, auch bei den anderen Fällen, wie zum Beispiel Paket nicht erhalten, Produkt nicht im Paket drin und so weiter, ja. Es funktioniert nur eine Zeit lang und dann wird Amazon da was gegen machen. Und da sage ich jedem, der sowas irgendwie beabsichtigt zu machen oder schon mal gemacht hat, lasst es sein, ihr werdet nachher so viel Ärger am Hals haben, dass es sich nicht lohnt. Und in diesem Falle ist es für die Händler natürlich sehr, sehr ärgerlich, wenn solche Fälle vorkommen und man sich mit diesen Fällen beschäftigen muss. Aber ich bitte euch, damit sich zu beschäftigen, denn es nicht einfach so laufen lassen und sagen, ja, ich mache da nichts, ja, weil es geht manchmal um sehr, sehr viel Geld. So, und dann gibt es Kunden, die behaupten noch, ich habe ein falsches Produkt erhalten. Ja, teilweise kommen dann da Fotos von den Produkten, die man gar nicht selber verkauft bzw. noch nie gesehen hat, ja. Wie kam das Produkt da rein in das Paket und so weiter, ja. Auch in solchen Fällen einfach einen Rücksendeantrag stellen, die Ware sich zurückliefern lassen. Klar, die Rücksendekosten tragt ihr, aber gut, das sind immer geringe Kosten verhältnismäßig zum Artikelpreis und dann berichtet ihr Amazon einfach nur, eine Rückerstattung erfolgt nicht aufgrund dessen, weil sie uns ein falsches Produkt geschickt haben. Schicken Sie uns das richtige Produkt zurück und wir erstatten ihm natürlich das ganze Geld zurück. Und wenn Sie das nicht machen, dann haben sie selber Pech. In den meisten Fällen gehen hier die Kunden dann leer aus und haben dann dementsprechend hier sich ins eigene Fleisch geschnitten. So viel zu meinen Erfahrungen und zu meinen Vorgehensweisen. Also nochmal zusammengefasst, wichtig ist, egal was passiert, in den meisten Fällen solltet ihr unbedingt einen Rücksendeantrag akzeptieren oder dem Kunden bitten, die Ware zurückzuschicken. Wenn ihr feststellt, dieser Mangel kann so nicht passiert sein, beziehungsweise der Kunde hat hier Ware entwendet oder teilentwendet, dann sagt ihr, ich erstatte euch kein Geld, wir haben nicht das vollständige oder das richtige Produkt von Ihnen erhalten und dementsprechend habt ihr hier gute Chancen, nicht auf den Kosten sitzen zu bleiben. Ich hoffe, für euch war das Video hilfreich. Falls noch nicht geschehen, abonniert gerne diesen Kanal, drückt auf die Glocke für viele weitere Videos, um hier up to date zu bleiben. Viel Spaß bei den weiteren Videos, schaut euch gerne meine anderen Videos an. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid und wünsche euch viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen. Ciao.